So, bis hierhin. Viel mehr springen können wir, glaube ich, gar nicht mehr. Vielleicht ein oder maximal zweimal noch. Da würde mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt schon alle wieder verbraten hätten. Ja, ja. Ja, mach mal keinen Stress da. Apropos keinen Stress da. Wir haben noch einmal die Gelegenheit zu springen. Wir haben hier wieder diese ganz vielen Dinger, die einfach kaputtbar sind. Müsste hier nochmal ein bisschen Zeug übertragen. So, warte. Übertragen, übertragen, übertragen. Okay. Yay! Gedöns! Nichts! Toll! Okay. Also natürlich, nichts wird, glaube ich, meistens angezeigt, wenn wir nichts mehr tragen können. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich behaupte es. Ja, ist ja gut. Hier reparieren wir den Schild hier. Dann können wir hier mal kurz notlanden und dann düsen wir schnell noch einmal durch die ganzen Galaxien und dann dürfen wir wieder Sachen farmen. Yay! Und ich könnte hier nochmal einen Inventarplatz kaufen. Den vielleicht letzten. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob da noch eine Reihe dann irgendwie geplant ist. Wir werden es sehen. Zudem müssen wir mal tatsächlich so ein paar Kleinigkeiten hier im Schiff mal reparieren. Da brauchen wir unter anderem auch mal wieder Aluminium. Und Chrysonit. Chrysonit ist halt dafür dann relativ wichtig. Alles andere ist ja so, ja gut, easy. Easy going, ne? Aber das müssen wir halt dann noch tun. Aber nun gut. Dann geht das erstmal dann wieder ans Plutonium gefarme und hast du nicht gesehen. Ich hoffe, wir werden dann wieder mehr Glück haben als noch beim vorherigen Mal, wo wir an Plutonium wirklich nichts mehr gefunden haben. Hier mal ganz kurz gucken. Aha, wusste ich. Das Metall ist schon verdammt groß. Muss man einfach mal sagen. So, und jetzt machen wir den vorerst letzten Warpsprung. Weil es so schön ist. So, einmal hier rein. Danke. So, dann mal schauen. Ja, ja, du mich auch. Bevor da die Wächter irgendwie noch aktiv werden, wollen wir weiter. Ich habe wirklich so die leise, aber dennoch starke Befürchtung oder Vermutung, nennen wir es eher Vermutung, dass wir wirklich dem Zentrum ein sehr gutes Stück näher gekommen sind. Ich hoffe es. Düsen wir bis hierhin. Ja, ja, ja. Du und deine Wächter. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. So. Dann düsen wir auch hier eben schnell in die Raumstation. Würde mich interessieren, ob wir hier noch Inventarplätze kaufen können oder ob das wirklich der letzte war. Und dann müssen wir halt zusehen, dass wir wieder Warpkerne zusammenkriegen. Werde natürlich mein Inventar auch mal wieder entleeren. Wir haben ja so viel Krimskrams. Reparieren steht erstmal an zweiter Stelle, weil es ist nichts Lebenswichtiges jetzt kaputt gegangen. Durch die ganzen schwarzen Löcher und alles. Da halt nur Kleinkram. Aber nichtsdestotrotz, ne, Warpkerne müssen gefarmt werden. Ohne die kann ich nicht weiter jumpen. Schlimm genug, dass ich jetzt hier, ne, drei Folgen füllen konnte, allein nur mit
Warpkern missbrauchen. Und auf der Map halt herumdüsen, bis zum geht nicht mehr. So. Es geht tatsächlich noch weiter. Was zum Geier. Okay, muss ich jetzt erstmal sowieso ein paar Units zusammenkriegen. Und damit hätte ich jetzt langsam echt nicht mehr gerechnet, dass das Inventar noch weiter geht. Aber naja, so kann man sich irren, ne? Und ich bin gar kein Irre. Und trotzdem irre ich mich ständig. Hallo, Grüße, tschüss. Ja, komm, lass mich ans Handelsterminal. Das weiß doch nicht, was der dazu sagen hat. Haben wir lange genug gemacht. So. Wir haben alle die gleichen Wehwehchen. Hier ein bisschen was verkaufen, da ein bisschen was verkaufen, hier ein bisschen was verkaufen. Was haben wir noch? Titan in Massen. Kann weg. Iridium behalten wir, das werden wir brauchen für die Warpkernherstellung. Iridium in Massen, Eisen, Titan. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall genug, dass wir hier den Anzugplatz kaufen können. Und dann geht's wieder ans fröhliche Materialienfarm. Yay! Die einzigen Aliens hier. Die Materie-Alien. So, gib mir her das gute Ding. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Ich habe noch so viel Eisen. Will ja keiner haben. Außer vielleicht hier so ein Händler. Ja, Eisen und was ist das noch? Ja, Zink. Eisen. Willst du ein bisschen Eisen? Also so viel Massen, wie ich habe, brauche ich niemals. Das glaube ich. Faszinierend. Bist du Spock? Gegenstände an Lebensform verkaufen. Ja, bitte. Bitte verkaufen mein Eisen. Bitteschön. So. Und wieder auf und davon. Düsen wir auch gleich mal auf den großen roten Planeten hier geradeaus. Impulsantrieb natürlich offline, wie sollte es auch sonst sein? Samaibarit. Ah ja, ich verstehe. Wasser. Ich dachte, das blaue ist Wasser. Wir haben hier rotes Wasser. Und wenn ich das richtig sehe, verdammt viel Plutonium. Iridium. Okay, es sind kein Plutonium-Dinger, es sind Eisenstalagmiten. Und Gedöns. Hallo. Freund oder Feind? Wächter sind in hoher Alarmstufe. Das ist natürlich auch sehr interessant. Da ist irgendwo was. Da ist auch ein Tier, das zeigt uns seinen großen, prallen Arsch. Ist okay, kann man machen. Euch habe ich gesehen, okay. Gut, das heißt, als erstes muss ich ja wieder als Grundlage anfangen mit Kohlenstoff. Hallo. Okay, das wird nervig. Nee, ich will das gar nicht haben. Da hinten. Weg. So, Kohlenstoff brauche ich. Dann haben wir wieder so eine Fliegeschlange. So. Schon wieder so ein Reisemeilenstein ertönt? Oder klang das gerade nur so ein bisschen? Ich weiß es nicht. So, was willst du denn? Ja, das dachte ich mir. Einmal ganz kurz hier die Waffe aufbessern. Ja, ja, ja. Geh, wo du wohnst. Okay, die Bäumchen müssen weg. Die Bäumchen müssen weg. Ach, schrei nicht rum hier. Was willst denn du? Nicht verstecken unterm Schiff. Bist du eine Katze oder was? Kommt der nächste an. Ich glaube, es hackt.
Meine Güte. Sind die ja ätzend hier. Na gut, was will man erwarten bei hoher Alarmstufe, ne? Was? Achso. Geh, wo du wohnst. Okay. Setzen wir uns mal eben schnell ein Schiff. So, und dann machen wir mal eben schnell 100.000 Millionen Drölfzig Suspensionsflüssigkeiten. Ja, so viel Zeit muss sein. Es dauert jetzt wieder nur eine halbe Ewigkeit. Dann werden wir sehen, oh Mensch, wir können ja noch viel mehr herstellen. Yay! Das heißt, viel mehr Pflanzen töten. Yay! Ja, also wir werden viele Warpkerne haben. Wenn wir dann nicht ans Zentrum der Galaxie kommen, du, dann weiß ich auch nicht. So, komm. Gehen wir mal hier parken, mitten im Wald oder sowas. Landesequenz wird eingeleitet. So, aussteigen. Wir sind weit geflogen. Hat sich voll mega gelohnt und so. Alles nur, um ein bisschen Mist zu kommen. Hallo? Warum will nicht sterben? Ach komm, geh, wo du wohnst. Ja, du mich auch. Der Wald muss weg, der Wald muss weg, der Wald muss weg. Wo? Da. Hi. Ciao. Dafür, dass ich mich mal vor denen hier fast schon gefürchtet habe. Ein Trauerspiel. So. Läuft. Das war viel zu viel Kohlenstoff vielleicht, was wir jetzt hier abbauen. Weil muss ja auch ein ganzer Wald daran glauben. So mehr oder weniger. Denn das Plutonium hätte ich eigentlich auch nochmal gern. Weil, ne, dann kann ich die Schubdüsen hier nochmal ein bisschen nachpumpen. Was sollte eigentlich sein? Gold? Ich glaube, das reicht zu langsam, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Einmal zurück ins Schiff. Und dann weitersehen. So. Die hier. Mal ein bisschen nachladen. Da muss ich mir darum jetzt erstmal keine Gedanken machen. Hier Gold tatsächlich, okay. Okay, dokele. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, was die Kohlenstoffabbau angeht. Aber man will es ja auch irgendwie mal ein bisschen zügig haben, ne? Kohlenstoff kann man zur Not immer noch wegschmeißen. Oder erstmal ein anderes Zeug reinstecken. So. Ich sehe das schon, ich werde dann wieder Platzmangel haben. Was die anderen Abbaumaterialien angeht. So. Weg damit. Damit. Das auch weg. Das ist eine reine, ne? Warpkern-Produktions-Armada hier. So. Wo kann ich meinen Kohlenstoff jetzt noch investieren? Vielleicht hier. Bevor ich das dann gänzlich wegschmeiße. Hier nochmal ein bisschen was. Und dann ist es auch schon weg. Hervorragend. So. Was brauchen wir als nächstes? Iridium haben wir ja bereits. Plutonium. Okay. Dann suchen wir uns mal eine Stelle, wo wir ein bisschen Plutonium kriegen. Das war nicht nur diese komischen roten Pflanzen, sondern wirklich Plutonium. Ich glaube, da unten ist was, ne? Kann ich so schlecht nach unten gucken. Könnten aber auch einfach nur diese Felsen sein. Und die Blumen. Und es sind überwiegend die Felsen. Hervorragend. Was will ich denn mehr? Ah, Plutonium. Oh, du mein schönes Plutonium. Was haben wir da? Ein Gravitino-Ball, ja. Nö. Was ist das Grüne? Ach so. Die werden dann so gemarkt, okay.
Geh weg. Ich weiß. Hi. Auch hier. Voll toll. So. Jetpack aufgebraucht. Ich flieg hier doch nur. Da vorne zu Wächter, meine Güte. Und da unten ist Plutonium. Alles, was ich brauche, ist Plutonium. Wie komme ich da hin? Ist das in der Höhle mal wieder drin? Finde ich das gut? Ich glaube nein. Ein wildes, böses Tier. Ein langsames, wildes, böses Tier. Wo? Ach so, hi. Ja, sollen sie sich mal nähern. Wo ist denn jetzt der verdammte Plutonium? Da unten drin, doch, tatsächlich. Okay. Was soll man das für ein komischer Sound ist? Klingt ein bisschen so wie Reisemeilenstein erreicht. Und irgendwie auch nicht. So. Ja, ist okay. Sollen sie mal machen. Da sollen sie bitte auch Bescheid sagen, wenn sie fertig sind. Ja, danke. Danke, Siri. Vielen Dank. So, Plutonium brauchen wir wieder nur in Massen. Ich weiß gar nicht, warum ich das Gold aufhebe. Ich weiß es wirklich nicht. Das Eisen kann weg. Ein bisschen mehr Spielraum für sowas. Aber halt auch nur ein bisschen. Ja, ja, du mich auch. Sollen die doch machen? Die haben doch eh keine Chance. Ich bin nämlich weg, weißt du? Weg. W-E-C-H. Weg. Muss nämlich hier, ne, ein bisschen Zeug herstellen. Ja, komm. Zack. Und zack. Und noch mehr davon. Und hier nochmal. Mehr ist gerade nicht drin. Wenigstens gibt es hier ein bisschen Plutonium. In anderen Ecken der Galaxie gibt es nicht so viel. Werde ich da gerade attackiert? Finde ich das gut? Ich glaube nein. Na warte. Lade nach! Ja, der beballert! Shit. Lade nochmal nach! Wo denn? Irgendwo da hinten! Ich will doch nur spielen! Nur ein bisschen farben! Nur so ein bisschen! Ah, ich bin unter Wasser? Tatsächlich. Okay. Habe ich jetzt so nicht gesehen, dass jetzt hier Wasser ist. Faszinierend. Okay. Gut. Aber es läuft. Kann man machen. Mein Schiff ist da hinten. Och, Wächter, geh, wo du wohnst. Ganz ehrlich. Können die sich nicht wann anders nähern? Muss das denn jetzt sein? Ich merke schon, das Gefahr mir hier wird nochmal... Was? Schon sagen, haben die da gerade mit mir geredet? Ich glaube, das waren hier die Viecher, die hier... irgendwas gemacht haben. Alter. Ist nicht der Possibility, ne? Ach, das war hier auch... Ah, okay. Schilder hoch. Ach, Schilder sind down, okay. Shit, ab ins Schiff. Ab ins Schiff, ab ins Schiff, ab ins Schiff, Schiff, Schiff. So. Weg von hier.
Einfach weg von hier. Dafür habe ich noch nichts. Ich wollte das hier. Bisschen was dafür ausgeben. Ich merke, das Gefarme hier wird etwas anstrengender als normal. Aber es ist okay. Ich meine, wir haben hier alles. Oder das meiste auf jeden Fall, was wir brauchen. Aber die Wächter sind schon etwas arg aggressiv. Aber das soll nicht unser Problem sein. Wir versuchen hier schließlich nur irgendwie irgendwo Plutonium zu finden. So in Massen, das wäre super. Und da ist wieder irgendwas im Wasser drin. Oder vielleicht auch wieder nicht im Wasser. Wo einfach mal wieder keine Forschungseinrichtung irgendwie unten drunter ist oder sowas. Da hätten wir so eine Kapsel. Ich glaube, die hole ich mir. Da haben wir nochmal einen Inventarplatz mehr. Das kann uns jetzt gerade bei unserer ganzen großen Farmtour ganz recht kommen eigentlich. So, komm. So. Läuft. Okay. Aber ich würde sagen, wie das dann von hier aus weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge von No Man's Sky. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.